Also willkommen zur dritten Vorlesung. In dieser Vorlesung werden wir wahrscheinlich das erste Mal richtig Rust machen. Wir haben zwar schon ein bisschen Rust vorher gemacht, aber jetzt können wir hoffentlich dieses Mal nur über Rust reden. Aber vorher noch ein paar andere Dinge. Ich habe gesehen, viele von euch, also die allermeisten von euch, haben es geschafft mit dem Pull-Request und hab dann auch irgendwie das hinbekommen, alles so wie es sollte. Einige von euch haben noch keinen Pull-Request abgeschickt. Das war jetzt die erste Aufgabe, ne? Also das müsst ihr noch irgendwie in dieser Woche schaffen. Aber ich möchte euch nicht überfordern oder sonst was. Ich weiß, dass hier viele sitzen, die sowas noch nie gemacht haben, die mit Git gearbeitet haben oder GitHub oder generell gerade zu wenig Informationen haben, um dasselbe herauszufinden. Also bitte fragt auf Piazza. Wir haben Piazza nicht umsonst da. Also auch wenn ihr denkt, ich stelle nur blöde Fragen oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, fragt einfach auf Piazza. Ich möchte hier nicht Leute verlieren, nur weil die Einrichtung zu blöd war. Die Einrichtung wird jetzt einmal gemacht am Anfang und danach hat man auch erstmal Ruhe damit und kann Rust programmieren. Also wenn ihr da jetzt aufhört, nur weil die Einrichtung blöd ist, das wäre ein bisschen schade. Fragt ruhig dann auf Piazza. Ihr könnt da, glaube ich, auch, also ihr könnt da anonym auf jeden Fall für alle anderen sein, dann ist es euch vielleicht nicht ganz so peinlich, wenn ihr da was fragen wollt. Dann noch ein paar andere Sachen, und zwar wurden einige verwirrt, und zwar kann man auf GitHub nur manchmal den Pull-Request sehen. Also, hier nochmal Peer-Test. Und wir sind jetzt gerade auf der Seite des Forks. Wo ist meine Maus? Hier. Das sieht man hier dran. Peer-Test und dann der Name des Repositories. Das heißt, wir sind auf der Seite des Forks. Hier steht dann nichts bei Pull-Request. Und insbesondere gibt es hier auch kein Tab für Issues. Das merkt ihr daran. Wenn wir jetzt auf die Hauptseite, auf das originale Repository gehen, dann sehen wir hier diesen Tab für Issues und den Pull-Request, wo einer geöffnet ist. Ich glaube, damit hatten zumindest einige Probleme, dass sie manchmal hier gedacht haben, okay, der Pull-Request verschwindet jetzt nicht deterministisch hin und wieder mal. Nein, nein, der ist immer da, aber ihr müsst auf dieses Original-Repository gehen und da findet ihr den Pull-Request. Ja? Und dann noch eine Sache, das auch einmal passiert ist mindestens. Ihr habt jetzt auch auf dem Hauptrepository quasi alle Rechte. Ihr könnt da auch schreiben, aber ihr sollt das nicht. Das liegt einfach nur an GitHub. Wenn ich dann ein privates Repository in meinem Account habe, kann ich nur entweder anderen kompletten Zugriff geben oder gar nicht. Ich würde euch am liebsten nur Lesezugriff geben, aber das geht halt nicht. Ich bräuchte dafür eine Organisation oder irgendwie noch andere, ja, oder würde es irgendwie anders machen, das geht nicht. Also, ihr könnt zwar hier auf Merge Pull Request klicken, aber das sollt ihr nicht. Also, wenn ihr das macht, dann muss euer Tutor das wieder zurücksetzen und dann müsst ihr den nochmal erstellen, den Pull Request. Also, am besten nicht da drauf klicken. Das würde uns viel helfen. Dann wurde ich gebeten, die Fragen zu wiederholen. Also ich habe das schon immer versucht mal, aber gerade in so einer eher persönlichen Atmosphäre und nicht wie in InfoA ist es ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern, die Fragen zu wiederholen für die Aufzeichnung. Ihr könnt gerne reinrufen, wenn ich das vergesse. Ich versuche daran zu denken, aber ich kann es nicht versprechen. Und noch eine kleine Korrektur, eine sehr, sehr wichtige. Ich habe letztes Mal gesagt, dass der Plural von Status Status ist. Das war falsch. Das heißt Status oder sowas in der Art. Also ihr könnt Rust lernen, ich lerne dann Deutsch. Okay. Was ist meine Maus? Das, für die es noch nicht gesehen haben, war ein Bild, was ich heute Morgen gesehen habe in dem Rust Subreddit. Da hat jemand Spaß mit dem Mostkörbchen. Also wir haben letztens aufgehört auf dieser Folie, wo wir dann die Typen von Arrays besprochen haben. Insgesamt haben wir noch nicht besonders viel besprochen. Also da haben wir dann aufgehört. Und nicht mehr geschafft haben wir diese Folie hier. Die habe ich euch aber hochgeladen. Und ich denke, damit sind auch alle klargekommen. Ich denke, diese Folie ist jetzt auch nicht unbedingt die spannendste. Da wird nochmal erklärt, wie diese Kontrollstrukturen, die man auch aus anderen Sprachen kennt, angewendet werden in Rust. Und der Hauptunterschied ist, dass wir die Bedingungen nicht in runde Klammern schreiben müssen, aber den Body in geschweifte Klammern. Also ist genau andersrum als bei den meisten anderen Sprachen. Ja? Muss man, um bei While typische Ausdrücke zu verwenden, irgendwie noch was Spezielles machen? Weil, als wir den Collapse programmiert haben, dann hat das bei uns nicht funktioniert. Wir mussten eine extra Boolean-Variable nehmen für die Bedingungen in der While-Schleife und die dann in der While-Schleife dann auf True setzen. Also die Frage war, ob man irgendwas Besonderes machen muss mit der Bedingung der While-Schleife? Ja. Eigentlich nicht, nein. Also hier ist ja jetzt auch
eigentlich nämlich so geschrieben haben, dass wir das so mit größer kleiner gemacht haben, dass das Programm einfach durchgelaufen und der hat einfach nichts getan in der Y-Schleife. Das muss dann bestimmt an irgendwas anderem gelegen haben. Also man kann einfach die Bedingungen, wie man es aus anderen Sprachen auch kennt, in den Y-Schleifen-Kopf schreiben. Und die beiden Key- oder Schlüsselwörter, die funktionieren genauso wie in anderen Sprachen. Also nochmal zur Wiederholung, Break bricht die ganze Schleife ab und dann fängt man nach der Schleife wieder an. Und Continue bricht den derzeitigen Schleifendurchgang ab und fängt wieder oben bei der Schleife an. Aber jetzt machen wir mal weiter, und zwar mit Funktionen. Also endlich mal etwas, was irgendwie sinnvoll ist. Das ist unsere erste Funktion und die ist noch nicht sinnvoll, denn die tut noch nichts. Aber so werden Funktionen deklariert oder definiert. Man sagt einfach fn, haben wir schon beim Main gesehen, und dann sagt man den Namen der Funktion und dann kommt in die gescheite Klammer der Body. Noch nicht sehr eindrucksvoll. Wenn wir jetzt allerdings Parameter akzeptieren wollen, dann geht das etwas anders als in anderen Sprachen, und zwar sagen wir erst den Namen, dann einen Doppelpunkt und dann den Typen vom Parameter. Bei solchen Funktionen müssen wir den Parametertypen immer angeben. Wir können hier jetzt nicht den weglassen. Also die ganzen Funktionsköpfe müssen komplett ausgeschrieben werden und dann können wir den Compiler nicht bitten, die Typen dazu inferieren. Ja gut, und dieses Argument können wir benutzen in der Funktion, wie man es wahrscheinlich auch kennt. Also erst Parametertyp, dann erst Name, dann Typ. Und hier haben wir dann jetzt zwei Parameter zum Beispiel. Gut, ist einfach eine Kommaliste. Das sollte wahrscheinlich auch noch nicht allzu verwirrend sein. Ausgeführt wird es dann so, auch genauso wie in Java. Man führt einfach nur den Namen aus und dann hinter dem Namen die runden Klammern und übergibt die Argumente. Und das sind jetzt insbesondere freie Funktionen. Das ist wichtig, denn wenn man nur Java kennt, dann kennt man das Konzept von freien Funktionen nicht. Freie Funktionen, die sind einfach da, ohne Klasse, und die kann man einfach so aufrufen. Man muss da nicht für ein Objekt erstellen oder man muss es nicht an dem Klassennamen aufrufen. Die sind frei. Die gehören zu keiner Klasse. In Rust gibt es auch keine Klassen, aber es gehört zu nichts anderem. Also man kann, noch ein anderes Feature, man kann diese Funktion in anderen Funktionen definieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel diese printSum auch in der Main definieren. Also ich könnte diese drei Zeilen nehmen und hier reinschieben und natürlich einrücken. Aber ich kann das da auch definieren. Das ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man eine Hilfsfunktion braucht, die man aber nur in einer größeren anderen Funktion braucht. Hier merken wir vielleicht, dass die Typinferenz wieder etwas macht, und zwar dieses Literal, das kann ja irgendjeden Integer-Typen annehmen, aber hier ist ganz klar, wir wollen, dass es ein I32-Typ ist. Oder, nee, Moment, also im oberen Fall ist es ein I64-Typ, weil wir es ja in PrintNumber reinstecken, aber hier ist dasselbe Literal ein I32-Typ. Was ist eigentlich mit Überladung? Könnt ihr das mal ausprobieren? Was ist nochmal Überladung? Wer erinnert sich noch? Funktionsüberladung. Ja? Wenn es eine Funktion gibt, die verschiedene Parameter verschiedener Typen annehmen kann, also zwei Funktionen gibt, die quasi jeweils einen Parameter haben und einmal zum Beispiel ein String und einmal ein Int oder so. Genau. Also zwei Funktionen, die auch insbesondere gleich heißen. Ja. Genau, die heißen gleich die Funktionen, aber haben andere Parameterlisten. Geht das in Rust? Probiert's mal aus. Für die gerade tippen können. Wer tippt jetzt übrigens, oder wer kompiliert jetzt gleich lokal? Und wer nutzt noch den, okay, und wer nutzt den Playground noch? Okay. Na gut. Haben wir schon die ersten Ergebnisse?
Ihr müsst mir also immer irgendwie was sagen, wenn ihr schon was fertig habt, sonst erkenne ich nicht, was ihr gerade macht. 5 Sekunden. Okay. Ja? Okay, funktioniert nicht. Ja, ich lasse nochmal eben 10 Sekunden die anderen probieren. Ich kann es jetzt nicht ganz einschätzen, wie viele schon fertig sind, aber ja, es ist richtig. Funktionsüberladung gibt es nicht. Also ich weiß nicht genau, was für eine Fehlermeldung kommt, aber die gibt es nicht. Und zwar aus gutem Grund oder beziehungsweise aus mehreren guten Gründen. Also Rust wurde einfach nicht damit designt. Aber das ist in Ordnung. Wir haben andere Möglichkeiten, genau dieses Problem zu lösen. Also in Rust tritt das Problem nicht wirklich auf, dass man Funktionen überladen möchte. Wird einfach anders gemacht. Okay, aber bis jetzt haben wir noch nichts zurückgegeben aus diesen Funktionen, deswegen gehen wir mal weiter. Also, wenn wir das zurückgeben wollen, schreiben wir den Rückgabetyp hinter so ein Pfeil. Das ist ein Minus und ein Größerzeichen. Also einfach Pfeil nach rechts. Man will eigentlich damit ausdrücken, wir haben hier Parameter und die werden gemappt auf einen Rückgabewert. Und dann sehen wir hier im Body, dass hier nur n mal n steht, ohne Return. Das ist schon irgendwie neu. Gucken wir uns gleich an. Das wird dann auch so aufgerufen. Wir können das hier einfach aufrufen, dieses Square. Und das, was zurückkommt, das Evaluierte, können wir benutzen wie ein Wert. Zum Beispiel direkt in Printen ausgeben. Also, das ist nur, was ich schon mal gesagt habe. Wir brauchen keinen Return, denn in Rust ist everything an expression. Was das genau ist, wird auf der nächsten Folie erklärt. Gucken wir uns jetzt mal ein paar mehr Beispiele an. Zum Beispiel ist Prime. Also, das nimmt jetzt irgendwie eine Zahl und returnt ein Bool. Man kann jetzt aber auch explizit Return sagen. Das ist gut für sogenannte Early Returns. Early Returns sind einfach die, also ihr könnt euch vorstellen, ich habe jetzt hier gesagt, if da 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 da, dann kann ich Return False sagen und dann brauche ich den Rest der Funktion nicht einzurücken. Ich könnte natürlich auch einfach hier Else sagen und den Rest der Funktion in einen Else-Block packen. Das geht auch. Aber mit Early Return meint man, dass man eben den Rest der Funktion nicht einrückt und nicht in einen Else packt, sondern einfach in Return in die If-Bedingung, in die If-Körper schreibt. Das geht natürlich auch so. Dann spart man sich, dass man alles immer so weit einrücken muss. Da ist dann das Return erlaubt. Wie geben wir vielleicht zwei Werte zurück? In Rust ist es nämlich so, hier kann nur ein Typ stehen. Hinter dem Pfeil kann nur ein Typ stehen, denn Rust gibt genau einen Typ zurück. Jeder Rust-Funktion. Die können wir vielleicht zwei Werte zurückgeben. Ja? Über Tupel? Ganz genau. Wir können uns irgendwie so einen Tupel da machen, denn das ist ja auch einfach nur ein Typ. Wir können diesen Tupeltyp, also dieses Paar in diesem Fall, zurückgeben. Also ja, funktioniert wunderbar. Und auch hier können wir einfach so diesen Wert dahin schreiben, den man uns wahrscheinlich auch erwartet, ohne Return. Und das können wir dann auch insbesondere nochmal destructuren. Ja, also wir rufen hier diese Funktion auf, die ein Tupel zurückgibt. Und das können wir auf die linke Seite direkt die einzelnen Werte an Namen binden. Wir müssen das nicht erst an einen Namen binden und dann mit Punkt 0 und Punkt 1 drauf zugreifen. Das geht direkt so. Was hat das mit diesen Expression und Statements auf sich? Erstmal Expression. Expression ist etwas im Quellcode, irgendwie ein Bereich von Code, was einen Wert zurückgibt in irgendeiner Art und Weise. Nicht dasselbe zurückgeben wie eine Funktion, sondern eher so, wenn man auf den Baum des Quellcodes guckt. Was ist zum Beispiel eine Expression? Literale. Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, wenn ich 27 hinschreibe, ist das irgendwie eine Expression und die gibt einen Wert zurück, nämlich 27. Aber auch Operationen, wie normale arithmetische Operationen, sind eine Expression und geben einen Wert zurück. Man kann sie auswerten, dieses Stück von Code, und es kommt etwas raus, mit einem festen Typen und mit einem Wert dann. Funktionsaufrufe sind auch Expressions, die können wir genauso verwenden und direkt in Printeln zum Beispiel reinstecken. Und quasi alles andere in Rust sind Expressions. Das ist das Wichtige. Aber nicht ganz alles, es gibt nämlich noch Statements. Und das sind Code-Schnipsel, also ein Teil vom Code, der nichts zurückgibt. Also das ergibt nichts. Man wertet es aus, aber es kommt nichts zurück. Und dieses Nichts, das ist auch nicht Void, das ist nicht Bottom und nicht Null.
Das ist noch eine andere Klasse von nichts. Was ist ein Statement? Zum Beispiel Let Bindings. Das ist eigentlich so das einzige Statement in Rust. Wir können, also bei Expressions können wir zum Beispiel auf die, eine Expression können wir immer auf die rechte Seite einer Zuweisung schreiben. Aber wir können keine Let Bindings auf die rechte Seite einer Zuweisung schreiben. Also wir können es nochmal durchgehen, ja, wir können Literale auf eine rechte Seite von der Zuweisung schreiben, wir können Operationen dahin schreiben und Funktionsaufrufe offensichtlich, aber eben kein let mehr. Also wir können nicht sagen x gleich, in Klammern, let x gleich 5 oder so, oder y. Das geht eben nicht. Und dann gibt es noch die Statement Expressions oder Expression Statements, das sind einfach irgendeine Expression mit einem Semikolon. Da wandeln wir das um in ein Statement, wenn wir einfach diesen, das, was da zurückkommt, nicht brauchen. Wofür ist das sinnvoll? Mal ein paar Beispiele. Das schreiben wir so in Rust zum Beispiel. Wie würde man das in Java schreiben? Oder C++? Ja? Das wäre dieser ternäre Operator, die gefragt sein. Genau, dieser magische ternäre Operator. Der einzige ternäre Operator in den meisten Sprachen, wo sich niemand merken kann, wie da die Operator-Wichtigkeit ist und was zuerst ausgewertet wird. Genau. Aber in Rust gibt es da eben keinen Unterschied zwischen dem normalen if-else und zwischen dem, dass man so inline verwenden kann. Aber natürlich können auch die Blöcke da noch mehr Anweisungen enthalten. Also falls das nicht klar ist, ich wiederhole es lieber nochmal. Hier würde b dann später den Wert 0 haben. Richtig? Ich glaube ja. Also diese if-else, das ist eine Expression, die können wir auf die rechte Seite der Zuweisung schreiben, die wird ausgewertet und ergibt etwas. Ein anderes größeres Beispiel. Hier weisen wir c zu, machen dann irgendwas in diesen Funktions- oder in den else- und if-Zweigen, was vielleicht nicht unbedingt wichtig ist, aber am Ende geben wir halt irgendwas zurück aus diesen Zweigen. Was für ein Typ hat c dann? Ja? Ja, genau. Das ist einfach ein Character. Und zum Beispiel kann man dann auch sowas in der Funktion recht einfach schreiben, wenn wir irgendwie den Betrag einer Zahl haben wollen, dann würden wir einfach sagen, oder würden wir einfach die if-else-Expression dahinschreiben ohne return zweimal. Aber hier noch der kurze Hinweis, das gibt es natürlich schon. Es gibt so kleine Funktionen immer mal. Zum Beispiel kann man die einfach am Integer aufrufen mit .abs für absolut. Also, wichtig ist hier, dass natürlich das nur geht, wenn ein else-Zweig vorhanden ist. Was würden wir machen, wenn hier ein Semikolon stehen würde und der else-Zweig nicht da ist? Gut, also man wüsste halt nicht, was c danach für einen Wert hat, wenn diese Bedingung, die if-Bedingung nicht wahr ist. Also das geht nicht. Wir brauchen immer einen else-Zweig, damit immer irgendein gültiger Wert zurückkommt. Und das ist vielleicht noch eine Einschränkung, die wir dabei beachten müssen. Fällt euch irgendwas ein? Also ein if und ein else-Zweig und kann ich jetzt an diesen Zweigen alles machen, was ich möchte? Ja? Man braucht halt in beiden Zweigen einen Rückgabewert. Also. Genau, man braucht in beiden eben irgendwie etwas, was zurückgegeben wird, aber man kann noch mehr darüber sagen. Ja? Es sollte in beiden der gleiche Rückgabetyp sein, dann genau. Ist dann noch nicht klar, welchen Wert ist hier. Ganz genau, es ist statisch typisiert, das heißt, es muss immer klar sein, welcher Typ da ist. Also wir können hier statt diesem S keine 3 hinschreiben, denn dann würde das hier ein Integer zurückgeben und das ein Character. Das geht nicht. Und manchmal macht man einen Fehler, dass man ein Semikolon macht, wenn man eigentlich gar keins machen möchte. Denn hier muss das Semikolon weggelassen werden, sonst wandeln wir das in ein Statement um. Versucht doch mal hier so ein Semikolon hinzumachen. Also ihr müsst ja nicht das exakt so abschreiben, aber irgendwie eine if-else-Expression, wo ihr dann ein Semikolon hinter dem letzten Wert habt, den ihr zurückgeben wollt.
Sieht jemand schon was? Ein Nicken? Ja. Okay. Ist sonst noch jemand? Ich kann immer so schlecht einschätzen, wie schnell andere Leute tippen. Okay, wer möchte sagen, was passiert ist? Jetzt kommt der Error Message, ist ein RZ mit compatible types. Ganz genau. Beziehungsweise in diesem Fall passiert es immer noch so. Das ist noch eine etwas andere Meldung, als ihr jetzt vielleicht bekommt. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich diese Meldung kopiert habe. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr hin und wieder mal solche Meldungen seht und versteht, warum das vielleicht auftritt. Also manchmal sind die Meldungen nicht ganz hilfreich und sagen nicht exakt, was man möchte, aber in diesem Fall ist eben das Semikolon zu viel. Ihr dürft gleich noch was ausprobieren. Es tut mir ein bisschen leid für die, die jetzt kein Notebook haben. Und zwar wollen wir das Ganze mal an dem lieben Kollatz ausprobieren. Den durftet ihr jetzt schon schreiben. So sieht er dann ungefähr aus, jedenfalls wenn man das in Java machen würde. Und ihr sollt jetzt mal versuchen, ob ihr das abkürzen könnt, ob ihr doppelten Code vermeiden könnt, indem ihr das gerade gelernte Feature benutzt. Also Everything is an Expression. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie das geht. Also ich lasse mich mal kurz ausprobieren, aber dann frage ich einfach, wer eine Idee hat. While bleibt genauso wie es ist. Mhm. Danach schreibe ich einfach ein Number gleich und dann ein if-Number %2 gleich 0 und dann den ersten Block mit dem ersten Ausdruck ohne das Semikolon und dann das else mit dem zweiten Ausdruck ohne das Nummer gleich und das Semikolon. Ja, ich denke genau das hast du gerade beschrieben. Also, ich meine, in diesem Fall sparen wir uns wenig Code. Da könnte man noch fragen, okay, ist das wirklich notwendig? Aber wir sparen uns das zweimal Number gleich. Das haben wir jetzt so einmal abgekürzt. Im Moment ist noch nicht unbedingt das beste Beispiel, wie man dadurch Code sparen kann. Aber wenn man erstmal da reinkommt, das zu nutzen, dann merkt man, dass das ziemlich nett ist, dieses Feature. Zur letzten grundlegenden Technik, die man vielleicht aus anderen Sprachen kennt, die Vorschleife. Sieht hier ein bisschen anders aus. Das ist nicht mehr diese Standard-Vorschleife aus C++ und Java, wo man diese drei Blöcke hat. Nein, das sieht so aus zum Beispiel. Vor in und in diesem Fall ist das i in 1.10. Vielleicht kann man sich denken, was das macht. Wir haben diese Punkt-Punkt-Notation ja auch schon beim Slicing gesehen. Das sagt einfach, wir laufen jetzt im Bereich von 1 bis 10, wobei 1 inklusiv und 10 exklusiv ist. Das heißt, es gibt die Nummern 1 bis 9 aus. Wir können aber auch über Arrays laufen, zum Beispiel, indem wir das so machen. Und jetzt ist Elem halt nicht der Index im Array, sondern wirklich das Element im Array. Und wir können auch halboffene Ranges nehmen, also wo wir dann einfach sagen, okay, wir fangen bei 18 an und dann bis in die Unendlichkeit. Also ist dann mehr oder weniger eine Endlosschleife, bis man sie dann manuell abbricht. Die Syntax sieht so aus, also wir haben dieses VarName in Expression. Und VarName, das ist ein Pattern. Das ist genauso wie in, beim Let-Binding. Da haben wir auch auf der linken Seite ein Pattern. Wie genau wir diese Pattern schreiben können, da gehen wir noch später viel weiter ins Detail, aber wir können auf jeden Fall Sachen hinschreiben, statt nur im einzelnen Namen. Wir können da zum Beispiel Tupel hinschreiben. Und in diesem Fall ist jetzt dieses komische Und noch davor, das besprechen wir gleich, aber auf jeden Fall können wir da ein Pattern hinschreiben. Und was vielleicht wichtiger ist, diese Expression, das muss jetzt ein Iterator sein, vereinfacht gesagt. Also es gibt da unterschiedliche Iteratoren, durch die wir iterieren können, zum Beispiel
Ranges von Zahlen einfach nur oder Arrays oder irgendwelche anderen Datenstrukturen. Das ist ziemlich egal. Wie genau das funktioniert, das werden wir später lernen, wenn wir alle nötigen Grundlagen dafür haben. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wir können uns erstmal merken, alles, was irgendwie ein Iterator ist. Und natürlich sollte die For-Schleife immer benutzt werden statt der While-Schleife, wenn das möglich ist. Collats ist jetzt ein tolles Beispiel, wo man die While-Schleife benutzen muss. Da macht eine For-Schleife nicht Sinn, aber in den allermeisten Fällen, wo man eine Schleife hat, möchte man durch irgendwie eine bestimmte Länge durchiterieren. Und man weiß die Länge schon vorher. Also nicht zur Kompilierzeit, aber man weiß sie zur Laufzeit schon fertig in einer Variable gespeichert. Okay, dann gibt es noch eine letzte Seite, eine letzte Slide. Das ist so eine Referenz-Slide. Ich habe mir gedacht, ich baue manchmal solche Referenz-Slides ein, die ihr euch zu Hause angucken könnt. Und da geht es um Kommentare und Code-Stil. Also wie man kommentiert. Insbesondere wichtig ist, wie dokumentiere ich? Wie schreibe ich so Java-Doc? Das macht man, indem man drei Slashes schreibt, vor eine Funktion zum Beispiel. So kann man die Funktion dokumentieren. Und das könnt ihr dann auch immer machen, wenn ihr es für sinnvoll haltet, eine Funktion zu dokumentieren, was sie macht. Und da schreibt man in dieser Dokumentation einfach so, wie man das möchte, in Markdown. Das heißt, es gibt nicht diese feste Syntax wie in Java mit arg oder param heißt das ja, und dann der Parametername und so weiter und das @return. Nein, nein, man schreibt hier einfach so, wie man lustig ist, in Markdown, also so wie man auf GitHub zum Beispiel schreibt. Das ist ziemlich locker da, sage ich mal. Und manchmal möchte man Sachen beschreiben, die nicht als nächstes folgen, wie diese Funktion, sondern etwas, was über einem drüber ist, zum Beispiel sein ganzes Programm, dann schreibt man / Ausrufezeichen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt nicht ganz ins Detail rein, das könnt ihr euch zu Hause durchlesen. Insbesondere sind diese ganzen Style-Sachen auch wichtig, daran müsst ihr euch dann auch spätestens ab der dritten Woche festhalten. Es ist einfach wichtig. In Rust haben wir das Glück, dass das noch eine sehr moderne Sprache ist und sich alle quasi an einen Stil halten. In C++ ist das komplett entufert, da hat jeder so seinen eigenen Stil und das ist ein wirkliches Problem, weil man sich erstmal an einen anderen Stil gewöhnen muss, wenn man große Codebases liest. In Rust haben wir zum Glück das Glück, dass im Moment noch alle denselben Stil benutzen. Gut, soweit dazu Fragen. Das war jetzt endlich in der dritten Vorlesung diese Grundlagen abgearbeitet. Dann würde ich jetzt gleich zu was anderem gehen und da gibt es noch Fragen vorher. Ja? Diese uns erkläre ich jetzt, genau. Sonst noch was? Scheint nicht so zu sein. Also fangen wir jetzt an mit diesem Ownership-System. Und ihr fragt euch direkt, okay, ist das jetzt ein Begriff, den habe ich noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, ich kann noch nichts mit Rust machen und trotzdem lerne ich schon irgendwie was Theoretisches. Warum jetzt? Klären wir sofort. Also das Ownership-System, das besteht in Rust aus hauptsächlich drei Konzepten, die immer miteinander arbeiten, und zwar ist das Ownership, Borrowing und Lifetimes. Die werden wir immer mal wieder erleben in Rust. Warum haben wir überhaupt irgendwie so ein Ownership-System? Das ermöglicht Rust, diese ganzen Sicherheitsgarantien zur Kompilierzeit bereitzustellen und zu garantieren. Das ist wichtig, denn wir wollen keinen Overhead zur Laufzeit haben. Und dadurch muss man eben so ein gutes System haben. Das ganze System ist ins Typsystem eingebaut. Das Typsystem ist ja in der Sprache, in statisch typisierten Sprachen immer ziemlich wichtig. Es gibt schwach typisierte Sprachen wie C, da ist das Typsystem sehr schwach und kann nicht so viel ausdrücken. Und das Typsystem in Rust ist eben sehr stark. Das führt auch dazu, dass dieses ganze System missbraucht werden kann für andere Zwecke und nicht unbedingt schlecht missbraucht, sondern auch meinetwegen gut missbraucht. Zum Beispiel habe ich letztens einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass man dieses System ausnutzen kann, um Cache-Invalidation zur Kompilierzeit zu garantieren. Was ist das jetzt? Also nur ganz kurz erklärt, Caches sind ja diese Sachen, wo man was temporär hinspeichert, was man schon mal irgendwie berechnet hat oder heruntergeladen hat, um das nicht jedes Mal neu zu berechnen oder herunterzuladen. Aber es kann ja sein, dass irgendwie das, was man herunterladen möchte oder die Berechnung sich irgendwann mal ändert, also das Ergebnis ändert sich. Und dann ist dieser Cache invalide, das heißt, man kann nicht mehr den Cache nehmen und weiter verbreiten, sondern man muss jetzt wirklich nochmal neu ausrechnen oder nochmal neu runterladen. Das ist ein Cache und Cache Invalidation ist jetzt die Aufgabe zu entscheiden, ob mein Cache noch valide ist oder nicht. Das ist immer so eine der schwierigen Probleme beim Programmieren. Und man kann mit diesem System eben mit diesem Typsystem sicherstellen, dass der Cache immer valide ist zur Kompilierzeit.
Das erscheint ein bisschen verrückt, aber ja, es geht irgendwie. Man kann solche starken Typsysteme immer für tolle Sachen missbrauchen. Und warum lernen wir das jetzt? Das ist die wichtigere Frage. Rust hat diese Konzepte überall. In jedem Part von Rust sehen wir irgendwie diese Konzepte. Das ist also die Voraussetzung für alles, was wir noch machen werden. Deswegen sollten wir es jetzt vielleicht durchsprechen, anstatt dass ich immer sage, ignoriert die uns. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Und außerdem können wir dadurch ziemlich viele Konzepte und Grundlagen vermitteln. Nicht unbedingt jetzt, weil das ist ja erst Teil 1, aber später werden wir dadurch sehr viel lernen über Systemprogrammierung generell und wie der Stack funktioniert und der Heap und solche Sachen. Also ist eigentlich ganz gut, theoretisch. Aber es ist ein bisschen nervig, das am Anfang zu lernen. Also das ist so der Grund, warum Rust eine steile Lernkurve hat. Wie gesagt, ihr habt noch das Gefühl, ihr könnt nicht wirklich was mit Rust machen, aber wir müssen schon sowas lernen. Keine Sorge, wir kommen darüber hinweg. Also, wir kratzen das erstmal nur grob an. Ich habe gedacht, dass ich zwei Teile daraus mache. Heute lernen wir das so, dass wir bestimmt 4 Wochen gut damit hinkommen und uns um nichts anderes kümmern müssen. Ja, also, wenn wir das gelernt haben, können wir 4 Wochen lang programmieren und neue Features lernen, die tatsächlich was Tolles machen. Und dann erst müssen wir uns mit dem Teil 2 beschäftigen. Fangen wir mal an mit etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat, aber das wollte ich doch nochmal kurz erklären, und zwar Variable Bindings. Ich habe jetzt zwar gesagt, das hier ist zum Beispiel ein Variable Binding, aber es erscheint immer so, okay, dass ich erstelle jetzt eine Variable A. Und für die meisten Zwecke ist es auch genau das, was passiert. Also ihr könnt euch das ruhig so vorstellen wie in Java, wenn wir eine Variable A erstellen. Aber oft hilft es auch, anders darüber zu denken. Nämlich wirklich, dass ich irgendwie eine Variable binde. Also in diesem Fall passiert das eben so, dass A ein Name ist und an diesen Wert 3 gebunden wird. Also dieser Wert 3 ist da irgendwie so und der Name A wird daran gebunden und dann können wir diesen Wert auch ansprechen. Was ist hier? Wir haben eine Funktion, die ein Tupel returnt und wir destructuren das und haben da einen Unterstrich drin, das heißt jetzt, das zweite Tupel-Element wird gar nicht gebunden. Also den Wert gibt es ja irgendwo, der wird schon berechnet, aber der wird eben nicht an einen Namen gebunden. Wir können im Übrigen auch hier oben einfach einen Unterstrich hinschreiben, also let Unterstrich gleich 3. Das bringt uns herzlich wenig, aber es geht. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu visualisieren, wie es in meinem Kopf aussieht, was das angeht. Und da ist dieses schöne Bild rausgekommen. Wir haben diesen See von Werten, die irgendwie rumschwimmen im Speicher. Und wir versuchen da jetzt Namen dran zu heften. Die schwimmen da sowieso rum, aber wir heften da an manchen Namen dran. Ich hoffe, dass ihr manchmal so in der Art von diesen Variable Bindings denkt und nicht nur immer als Variable erstellen. Auch wenn noch nicht vielleicht ganz einleuchtet, warum das Sinn macht. Okay, kommen wir zum ersten richtigen Konzept. Ownership. Und zwar ist die erste wichtige Sache, die wir uns merken wollen, ist, dass ein Variable Binding den Wert oder Objekt oder Instanz, woran es gebindet ist, das wird besessen von diesem Namen. Es gibt genau einen Besitzer von diesem Wert. Und das kennt man aus anderen Sprachen auch. Wenn dieser Besitzer out of scope geht, also aus dem Bereich raus, wo wir ihn ansprechen können, dann wird dieser Wert dahinter zerstört. In Java ist das fast so. In Java ist das so, wenn dieser Besitzer oder dieser Name aus dem Scope rausgeht und alle Namen, die auf diesen Wert zeigen, dann kann der Garbage Collector irgendwann daherkommen und es auffressen. In C++ ist es zum Beispiel auch sofort. In Rust ist das sehr deterministisch. Sobald er aus dem Scope rausgeht, wird er zerstört. Nicht so Garbage Collector irgendwann mal. Gucken wir uns mal was an, was jetzt immer so ein bisschen das Anfangsproblem ist mit Rust. Erstellen wir uns erstmal eine Variable A oder binden die. Und zwar einen Wert, der hier rechts steht. Das kennen wir noch nicht. Aber diese ToString-Methode erstellt ein String. Also eine Variable von diesem Typ, ein großgeschriebener String. Uns interessiert noch nicht ganz, was der zu sagen hat, aber wir lassen das erstmal so und merken uns, wir haben jetzt ein String A. Und den können wir auch ausgeben, kein Problem. Wenn wir jetzt allerdings das hier machen, wenn wir let B gleich A sagen und dann versuchen nochmal A zu printen, dann passiert das hier. Dann sagt der Compiler, okay, das geht nicht, wir haben A gemoved. Wir haben A verschoben, wir haben die Ownership von A weggegeben. Denn das ist in Rust eben anders. In Rust gibt es Move Semantics. Das heißt, by default wird die Ownership, also
der Besitztum wird übertragen an das, was links davon steht. Das heißt, wenn ich das hier schreibe, dann ist das nicht so. Also, was würden wir uns eigentlich vorstellen, was da passiert? Also, in Java wird eine Referenz darauf gebildet und A und B zeigen auf dasselbe. In C++ wird zum Beispiel kopiert, also eine Deep Copy gemacht. Dann haben wir zwei String-Objekte. Ja, und in Rust ist es eben noch anders. Da wird nichts wirklich gemacht, es wird nur der Name geändert. A können wir hiernach nicht mehr benutzen. Also kein impliziter Klon, keine implizite Referenz. Gucken wir uns das mal an, wie das mit Funktionen aussieht. Wir haben zum Beispiel diese zwei Funktionen. Einmal sollen wir jemanden begrüßen und einmal sollen wir jemanden verabschieden. Und ich denke, das leuchtet erstmal so ein, dass man das vielleicht so schreiben kann. Wir nehmen einen Namen, also einen String, und den wollen wir dann benutzen. Wenn wir das jetzt aber so aufrufen, was denkt ihr, was passiert dann? Habt ihr mal eine Ahnung? Ja. Dann wechselt ja die Ownership, wenn wir das als Parameter benehmen. Ganz genau. Von wo wechselt denn die Ownership wohin? Also ganz am Anfang, nur um es noch klar zu haben, ist die Ownership von Peter. Also wir haben ja insgesamt nur ein String-Objekt irgendwo im Speicher sitzen. Das erstellen wir hier. Und erst besitzt Peter das. Dieser Name. Wer besitzt danach? Ja. Name. Genau, Name. Das hier. Dieser Name besitzt danach das String-Objekt. Und das heißt, hier können wir Peter nicht mehr benutzen, denn von Peter wurde die Ownership ja weggegeben. Also, das kommt dazu. Ja? Könnte man dann statt Peter Name schreiben, oder geht das nicht, weil der in der Methode steckt? Könnte man statt Peter Name schreiben? Also, du meinst, dass man ja hier Name schreibt? Nee, das geht nicht. Also, das Name, das ist ja nur in dieser ja Funktion. Wie ist das eigentlich mit dem String-Objekt? Wie sieht so sein Leben aus? Also, hier wird es erzeugt. Und dann, wo endet das zum Beispiel? Ja. Nachdem die erste Greet-Methode durchgeführt wurde, ist das ja weg. Genau, richtig. Also die Ownership wird ja hier in Namen übertragen. Das heißt, Name klebt jetzt an diesem Objekt dran. Und Name geht hier out of scope. Also Name lebt ja jetzt nur in dieser Funktion und danach kann man diese Variable nicht mehr referenzieren. Das heißt, hier am Ende der Funktion wird die String-Objekt deterministisch gelöscht. Immer. Das heißt, du sagst, in C++ oder so müsste ich jetzt hier auch kein Free mehr aufrufen. Wobei jetzt bei dieser sowieso nicht passiert. Genau, also die Frage war, ob man im Gegensatz zu C oder C++ da Free aufrufen muss. Erstmal C++ nutzt auch dieses Pattern. Da braucht man auch selten und im modernen C++ eigentlich nie Free aufrufen, aber in C müsste man Free aufrufen, genau. Das ist hier komplett abgenommen. Manuelle Speicherverwaltung ist immer so angsteinflößend, wenn man da von C spricht, aber das ist Quatsch. Hier würde man auch davon sprechen, dass es eine manuelle Speicherverwaltung ist und nicht eine Garbage-Collected-Speicherverwaltung, aber alles wird quasi für einen selber gemacht. Ja, genau, also der Speicher wird auch gelöscht, schon automatisch. Wie reparieren wir das? Wir können das reparieren mit allem, was wir bis jetzt schon gelernt haben. Hat jemand eine Idee? Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mal tippen. Lass mal ein bisschen in anderen Zeit. Wir können das zum Laufen kriegen mit all dem, was wir bisher schon gelernt haben. Okay. Können wir statt Name einfach diesen Unterstrich benutzen? Oder fällt also das dann komplett weg und hat dann nicht mal mehr einen Namen? Genau, der Vorschlag war, dass wir statt Name in der Funktion einen Unterstrich benutzen. Ja, aber das Problem ist dann, dass wir den Namen nicht mehr hier beim Printen benutzen. Ach ja, okay. Also Unterstrich können wir dann auch nicht benutzen, richtig. Das ist also nicht die Lösung. Jemand einen anderen Vorschlag? Ja? Wir müssten irgendein Konzept haben, quasi nur eine Referenz abzugeben, ohne den Besitz abzugeben. Und ich würde das und vorschlagen, was wir die ganze Zeit benutzt haben. Wie gesagt, mit allem, was wir bis jetzt schon gelernt haben, geht das. Du hattest dich zuerst gemeldet. Ich hätte gesagt, man returnt einfach den Namen nochmal wieder. Ganz genau. Wir können das so machen. Wir geben den String wieder zurück. Einmal kurz angucken und verinnerlichen. Wie würde man das dann aufrufen? So. Ich würde sagen, greet Peter und dann kommt ja wieder Peter zurück. Also weisen wir das wieder Peter zu, damit wir das String-Objekt nicht verlieren. Es ist erstaunlich, dass es geht, aber es ist halt nicht so schön. Ne? Also, das wollen wir ja nicht immer so programmieren. Das ist ja ein bisschen lästig. Ja.
Also erstmal, wenn wir das Let hier weglassen würden. Okay, gute Frage. Also die Frage war, ob wir hier das zweite Let bei Peter noch brauchen. Wenn wir es genau so weglassen, dann geht es nicht. Einmal schon, weil Peter nicht als mutable deklariert ist. Also heißt, wir können Peter nicht verändern. Dieses zweite Let heißt, man macht ein neues Binding. Und dieses neue Peter überschattet das alte Peter. Das ist ein Konzept, was man in funktionalen Sprachen sehr oft benutzt, dass man Namen überschattet. Das heißt, wenn wir hier ein neues Peter deklarieren, dann können wir auf dieses alte nicht mehr zugreifen. Aber das ist ja auch kein Problem, davon wurde ja weggemoved. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also jetzt kommen wir zu dem Konzept, was das alles irgendwie einfacher macht, denn wir wollen nicht immer so das alles zurückgeben. Das nennt sich Borrowing, das zweite. Und da kommen jetzt auch schon diese Uns ins Spiel, wie ihr euch denken könnt. Und zwar sieht es fast genauso aus wie am Anfang, nur dass wir vor dem Typen noch so ein Und haben. Und wenn wir es aufrufen, dann schreiben wir auch einfach nur vor dem Parameter noch ein Und. Also es sind zum ersten Code-Schnipsel nur 4 Uns dazu gekommen. Wenn man so ein Und in Expression-Position hat, also Expression-Position heißt, wenn man mit Werten hantiert, wie zum Beispiel hier, dann heißt das, man leiht einen Wert aus. Und ja, die Rust-Leute benutzen auch das Wort Referenz, austauschbar mit Borrow, also ein Borrow oder eine Referenz oder Borrowing oder Referenzieren. Das wird, es bedeutet dasselbe. Aber es hilft erstmal, wenn man wirklich von Ausleihen, wenn man an Ausleihen denkt am Anfang. Also, hier wird Peter ausgeliehen. Das machen wir explizit, indem wir ein Und davor schreiben. Wenn wir ein Und in Typposition haben, also wie hier oben, dann heißt das, dass wir einen Typen haben, also das ist ein Referenztypen, und zwar ist das ein ausgeliehener String in diesem Fall, beziehungsweise eine Referenz auf einen String. Und wichtig für die, die es interessiert, diese Referenz ist nur ein ganz normaler Pointer auf Maschinenebene. Das ist keine komische Magie dabei, das ist nur ein Pointer am Ende. Also es ist nicht langsamer als zum Beispiel in C, wo man auch Pointer übergeben könnte. Und das hat im Typsystem noch viel mehr Bedeutung, das ist das Wichtige. Okay, was ist jetzt, wenn ein böser Mensch in Greed diesen Namen ändern würde, auf Susi zum Beispiel? Wollt ihr das mal ausprobieren, ob das geht? Ihr braucht ja Say Goodbye nicht abzuschreiben, aber versucht mal in diese Greed-Methode abzuschreiben und dort den Namen zu ändern. Ihr werdet wahrscheinlich am Anfang versuchen, sowas zu schreiben wie Name gleich Susi und dann zu String. Und werdet dann sehen, dass das nicht geht. Aber das geht aus einem anderen Grund, also nicht der Grund, auf den ich anspielen möchte, nicht. Kleinen Moment mal. Schreibt mal hier so ein Sternchen vor dem, also ein Malzeichen vor dem Namen. Ich hoffe, dass dann ein anderer Fehler kommt, also Fortschritt beim Programmieren. Okay, will jemand berichten, was passiert? Genau. Ich denke, viele von euch haben es sich schon gedacht.
wenn schon die Variablen by default immutable sind, dann sind es die Referenzen erst recht. Also Borrowing, also diese ganz normalen Referenzen, die sind immutable. Es gibt aber noch mutable Borrows. Und das schreibt man so. Könnt ihr auch jetzt mal ausprobieren, ihr habt es ja quasi fertig. Das Einzige, was dazu kommt, ist dieses Mute nach dem Und. Und dann ein Leerzeichen, damit man es noch von anderen Namen unterscheiden kann. Ja, also das bleibt gleich. Und wenn man es dann aufrufen möchte, das wird euch der Compiler dann auch sagen, muss man hier auch noch ein Mutant schreiben. Das heißt, wir müssen immer explizit sagen, wir leihen diese Variable jetzt aus oder wir leihen die sogar mutable aus oder mutably aus. Ja? Wenn es jetzt ohne Borrowing macht, muss man dem dann trotzdem noch in der, während der Parameterübergabe sagen, dass sie mutable sind oder reicht es, wenn man dann eine mutable Variable übergibt, damit man dann so mutable bleibt in der Funktion? Die Frage war mehr oder weniger, ob man jetzt, wenn man das ohne Borrowing macht, ob man dann das auch noch als mutable deklarieren muss. Ja, aber wahrscheinlich schon, oder? Ja, und das mutable, das hängt an einem Binding dran. Ja. Das ist wichtig. Also das mutable ist eine Eigenschaft vom Namen. Ich kann das gerade mal vorführen, weil es eigentlich eine gute Frage ist. Wie schreibt man das denn dann in den Parametern? Yep, das machen wir jetzt gerade mal. Also so sah es ungefähr aus und machen wir das hier. Dieses Sternchen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich erkläre gleich, was das Sternchen genau bedeutet. Und jetzt würden wir quasi hier und dann das damit aufrufen. So, das funktioniert jetzt nicht. Jetzt wird der Compiler sagen, ich kann hier nicht zu einem immutable Binding zuweisen. Und jetzt war gerade schon die Idee, wenn wir hier aber mute draußen sagen, an diesem Peter, dann ist es ja eine mutable Variable, dann müssten wir es ja verändern können. Aber nein, das geht immer noch nicht. Denn mutable ist nicht eine Eigenschaft vom Wert, sondern vom Namen, vom Binding. Und da wir hier ja das Binding name verändern, müssen wir hier diesen Namen mutable machen. Und das kann man hier, indem man mute vor den Namen schreibt. Das macht man überall so. Wenn man irgendwo einen Namen hat, kann man überall davor mute schreiben und dann wird das Binding mutable. Und dann kann man es auch so verändern. Und dann brauchen wir im Übrigen auch nicht mehr das hier. Denn ob dieses Binding jetzt mutable ist oder nicht, das interessiert uns ja nicht. Ist das klar? Okay. Muss man das? Das heißt, sorry? Das heißt, bei diesem Beispiel wird das Name nur innerhalb der Read-Funktion geändert. Will das jemand beantworten? Was würde passieren, wenn man es außerhalb nochmal sich angucken würde? Ja? Dann würde es trotzdem nicht mehr funktionieren. Oder? Was genau? Also, Peter wird ja trotzdem einfach gelöscht, weil man den Peter aufruft und wir nichts anderes dann mit haben. Ja, genau. Also, es wird immer noch passieren, dass wir hier. Na, hier moven wir Peter da rein in die Funktion und dann gehört es der Funktion. Dann können wir in der Funktion machen, was wir wollen. Ob es sich jetzt auf das draußen auswirkt, ist egal, denn wir können es draußen danach nicht mehr benutzen, weil wir die Ownership schon abgegeben haben. Ja? Kann ich nochmal den Unterschied erklären, ob man das Mut jetzt vor den Namen oder vor das Value schreibt? Ja. Das ist auch wirklich ein Punkt, der immer verwirrt. Also das sind einfach unterschiedliche Typen. Ja? Also String und Mute String sind unterschiedliche Typen. Das sind entweder ein normaler String, wo die Ownership übertragen wird, eine Referenz auf den String oder eine mutable Referenz auf den String. So, und wie erkläre ich das jetzt am besten? Wenn wir
Wenn wir das, den Wert, woran dieser Name gebunden ist, direkt verändern möchten, dann müssen wir den Namen als mutable deklarieren. Dann erkläre ich jetzt hier schon, was dieses Sternchen auf sich hat. Also was das Sternchen bedeutet. Wenn wir hier nochmal das machen. Also so funktioniert es dann ja. Das Sternchen bedeutet, wir dereferenzieren eine Referenz. Das heißt, wir gucken uns den Wert hinter dieser Referenz an. Was würde denn passieren, wenn man das hier machen würde? Was würde diese Zeile dann aussagen? Ja? Das, ich weiß nicht, ob ich dich nicht ganz verstehe. Der Variablenname, also main, wird dann zu Susi umgesetzt. Wie wir eben hatten, A gleich B, dann kann man nur noch D benutzen. Ach so, nein, das geht in diesem Fall nicht. Also das ist nicht das, was passiert. Also erstmal, worauf zeigt, woran ist Name gebunden? An was für einen Wert ist Name gebunden? Ja? Also vorher auf die, an die Referenz auf den String, der Read-Funktion übergeben wird, also Peter. Genau, das ist wichtig. Also Name ist an eine Referenz gebunden. So, und wir wollen, wenn wir das so schreiben, dann würde das heißen, wir verändern jetzt Name, also wir verändern die Referenz. Das heißt, wir würden eine neue Referenz zuweisen. Wir würden Name auf etwas anderes zeigen lassen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hinter die Referenz gucken und das, was hinter der Referenz ist, das möchten wir neu zuweisen. Deswegen das Sternchen hier. Und weil wir jetzt dahinter gucken, das können wir verändern, weil wir eine mutable Referenz haben. Wenn wir allerdings jetzt die Referenz wirklich verändern wollten von Name, dann müssen wir den Namen als mutable deklarieren. Das ist ein schwieriger, aber später wichtiger Unterschied, ob wir jetzt wirklich das verändern, woran dieser Name hängt, oder ob wir das verändern, was dieser Name referenziert. Also wenn der Name an einer Referenz hängt, was die Referenz referenziert. Wir werden das mit mehr Übung sehen, in mehreren Beispielen. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal weiter. Man kann das jetzt nicht direkt erklären, ohne ein paar andere Beispiele gesehen zu haben. Soll ich dann erstmal weitermachen, oder? Gibt es noch andere Fragen gerade? Wir können ja vielleicht nach diesem Kapitel nochmal darüber reden. Also, Mutable-Referenzen hier nochmal. Also, wir haben eben dieses Mute da stehen und auch hier, wenn wir die Mutable-Referenz bilden, hier nochmal die Wiederholung. In Expression-Position heißt dieses Mute einfach nur, okay, ich bilde jetzt ich leihe das mutably aus. Also, ich leihe das aus und erlaube dem anderen, dem ich es ausgeliehen habe, es zu verändern. Dieses Sternchen, das habe ich gerade schon erklärt, das heißt, wir dereferenzieren das und gucken auf das, was dahinter steht. Und in Typposition heißt es Mute einfach nur, okay, wir haben jetzt einen anderen Typen, eine Mutable Reference, also ein veränderbar ausgeliehenes T oder String. Bei diesen Borrowing-Sachen gibt es jetzt ein paar Einschränkungen. Und das ist eine der wichtigen Sachen, warum Rust das schafft mit diesen Garantien. Zu einem gegebenen Zeitpunkt gilt das. Entweder gibt es beliebig viele immutable borrows, beliebig viele heißt auch 0, es könnte auch 0 sein, oder genau ein mutable borrow. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Nicht? Macht man sowas nicht in FOB? In FOB hat man doch Multithreading, ne? Jetzt lügt mich nicht an, ihr habt Multithreading in FOB, okay. Dann nickt jemand zum Glück. Okay. Ja. Ja, das stellt sicher, dass das nur einer schreiben kann. Das ist ein Mutex. Genau, so eine Art Mutex. Also in den meisten Sprachen ist Mutex immer komplett, kompletter Zugriff darauf, also immer mitschreiben. Aber zum Beispiel gibt es auch so andere Mutexe, die mehr erlauben, wo dann viele Leute entweder gleichzeitig lesen können oder nur einer schreiben. Das ist in jeder Multithreading-Umgebung so, dass man darauf achten muss. Der Datenbanken zum Beispiel gehört habe, da geht es genau auch darum. Da hat man eine Datenbank und da können jetzt mehrere Leute zugreifen, aber wenn einer gerade schreibt, müssen alle anderen Zugriffe geblockt werden oder müssen kurz warten. Also das lernt man öfters mal. Das hat gerade auch mit Multithreading und immer mit dem zu tun, wenn mehrere Benutzer darauf zugreifen. In etwas kürzer ausgedrückt heißt das Aliasing zur Mutability. Aliasing beschreibt das, wenn ein Wert gleichzeitig von mehreren Orten referenziert wird. Das ist Aliasing.
einfach ein Begriff dafür. Und ja, gut, dann macht das auch hier wieder Sinn. Ja, also entweder habe ich Aliasing, das heißt, es wird von mehreren Orten referenziert, oder Mutability. Das heißt, wenn ich es von mehreren Orten referenziere, kann ich es nicht verändern und andersrum. Deswegen wird auch manchmal der Mutable Borrow ein Exclusive Borrow genannt. Denn wenn es ein Mutable Borrow gibt, dann kann es keine anderen geben. Das heißt, es ist der exklusive Borrow. Und nicht nur im Multithreading-Bereich gilt, wenn beide Sachen zusammenkommen, dann passieren in der Regel schlimme Dinge. Und das haben die Rust-Entwickler eben entdeckt. Aber haben das wirklich für sich ausgenutzt und gesagt, egal ob wir jetzt mehrere Threads haben oder mehrere Benutzer, das ist immer wahr. Quasi das Problem für all diese Speicherprobleme liegt darin, dass wenn wir von mehreren Orten gleichzeitig etwas referenzieren und das auch noch verändern, dann dadurch kommen alle Probleme zustande. Probieren wir es mal ein bisschen aus hier. Gehen wir mal durch und versuchen irgendwie alle mal zu gucken, was passiert. Wir haben jetzt eine Variable, eine ganz normale Integer-Variable, Oring für Original. In Rust können wir einfach neue Scopes machen, indem wir so geschweifte Klammern dahin schreiben. Das kann man jetzt einfach irgendwie so machen. Was machen wir hier? Wir erstellen ein Immutable Borrow. Das heißt, IB hat jetzt einen Typen, ja, Immutable Borrow. Und wir machen das, und ist das erlaubt? Ja, ist erlaubt, genau. Und wir können die auch beide benutzen. Also benutzen im Sinne von lesen benutzen. Zum Beispiel ausdrucken. Da lesen wir sie ja nur und verändern sie nicht. Das heißt, ist alles kein Problem. Können wir durch diese Immutable Borrows machen. Das geht jetzt aber nicht. Wir wollen jetzt hier nochmal ein Mutable Borrow erstellen. Aber da sagt der Rust-Compiler schon, nee. Es ist schon Immutable Borrowed. Und zwar von zum Beispiel IB oder IB2. Also können wir es nicht nochmal veränderbar ausleihen. Also denken wir uns diese Zeile weg, die ist nicht erlaubt. Und insbesondere können wir auch nicht die Originalvariable verändern. Also dann kommt sowas wie cannot assign, weil das gerade ausgeliehen ist. Also das geht auch nicht, die denken uns auch weg. Was passiert jetzt, wenn wir diesen Scope verlassen? Was ist hier das Wichtige? Ja? Löscht er alle Referenzen. Genau. Also IB und IB2 gehen dann out of scope, das heißt, die Namen sind weg. Das heißt, es gibt keine Referenzen mehr, keine Borrows mehr. Ja, also irgendwie können wir alles wieder machen. Wir können zum Beispiel einen Mutable Borrow bilden auf Ulrich. Und den können wir dann auch so zuweisen, wie wir es gerade schon gesehen haben. Ja? Dann gibt es auch eine andere Möglichkeit, die Referenzen loszuwerden, außer aus dem Scope rauszugehen? Ja. Es gibt eine Funktion dafür, aber will ich die jetzt schon erklären? Die ist nicht unbedingt wichtig, also die muss man quasi nie benutzen, aber die heißt einfach Drop. Und wo du gerade schon fragst, diese Funktion ist unglaublich einfach beschrieben. Also diese Funktion, die invalidiert einen Namen, was man ja möchte, dass ein Name nicht mehr gültig ist. Ihr könnt die Funktion schon mit eurem jetzigen Wissen schreiben. Okay, nicht ganz mit eurem jetzigen Wissen, aber ich lasse euch ganz kurz überlegen. Also diese Drop-Funktion funktioniert für alle Typen, aber das baue ich jetzt noch nicht ein, denn das ist Generics, darum kümmern wir uns später. Aber tun wir mal so, als wenn wir jetzt String-Typen droppen wollten, also irgendwie, es nimmt ein String. Richtig, fertig. Und das ist in der Standardbibliothek, das ist irgendwie die schönste Funktion in der Rust-Standardbibliothek. Sie ist einfach, ja. Es funktioniert alles automatisch schon wegen dem Typsystem. Die Funktion übernimmt Ownership von diesem Teil und dann ist die Funktion schon zu Ende und das Teil wird zerstört. Und außerhalb dieser Funktion, wo sie aufgerufen wurde, kann man nicht mehr das, was reingesteckt wurde, benutzen. Ja, sowas macht dann immer Spaß. Hier waren wir. Frage? Nee. Ach, doch eine Frage, ja? Könnte man jetzt auch Oring wieder verändern? Wo ganz genau meinst du? Ganz am Ende? Was meinen die anderen? Das ist schon zu oft. Irgendjemand sonst? Okay. Also, jetzt ganz am Ende? Mhm. Nee,
oder? Weil er auf die mit dem Sternchen auf die Referenz zugegriffen hat und die und das Original verändert hat damit, oder nicht? Okay, lassen wir die letzte Zeile weg. Okay. Kann man es trotzdem danach noch machen. Ja? Müsst ihr vielleicht gehen, weil wir es ausgeliehen haben? Genau, wir haben es mutable ausgeliehen. Wir haben immer noch diese MB, diese mutable Reference. Ja, ich glaube, es ist sogar noch viel schlimmer, man kann es ja nicht mal lesen jetzt. Genau, man kann es nicht mal lesen. Eine andere Frage, so ein bisschen zu idiomatischen Rust. Was ist besser, die Drop-Funktion zu benutzen oder den Scope zu erstellen? Scope zu erstellen. Es gibt sehr, 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 sehr kleine Ausnahmen, wo man manchmal diese Drop-Funktion braucht, aber man möchte immer einen Scope erstellen. Und ihr müsst selten manuell einen Scope erstellen. Also das ist wirklich auch eine Ausnahme eigentlich, dass ihr das manuell machen müsst. Das ist hier nur zur Veranschaulichung. Okay, Konzept Borrowing, mal angesprochen. Und das Konzept Lifetimes, da gibt es jetzt noch eine Slide zu. Das Wichtige ist, jede Referenz, jedes Borrow besitzt eine Lifetime, also eine Lebenszeit. Diese Lifetime beschreibt, wie lange das Original gültig ist, also das, was referenziert wird. Und das weiß der Compiler für jede Referenz, wie lange es gültig ist. Und das ist jetzt der zweite Witz irgendwie, dass der Compiler dafür sorgt, dass keine Referenz länger lebt als das Original. Wenn das nämlich passiert, kriegt man in C oder C++ Dangling Pointers, also irgendwie Pointer, die auf etwas zeigen, was nicht mehr gültig ist. Und das stellt eben auch der Compiler sicher, dass das nicht passiert. Ihr habt jetzt noch keine Lifetimes wirklich gesehen. Wir haben zwar Referenzen benutzt, aber keine Lifetimes gesehen. Man muss Lifetimes selten mal explizit annotieren, dann sieht das so aus. Falls ihr mal das jetzt in den nächsten Wochen zufällig schon seht, in der Standardbibliothek, dann wisst ihr, das hat irgendwas mit Lifetimes zu tun. Dieses Dash A und Dash B. Sieht vielleicht ein bisschen hässlich aus, wenn man das noch nicht gewohnt ist, ja. Aber wie gesagt, man muss es sehr, sehr selten selber machen. Und wann man es selber machen muss, da muss man sich auch ein bisschen damit auskennen. Und das machen wir dann, wie gesagt, in einigen Wochen erst. Also ja, das wird noch ein bisschen spaßig dann. Wir hatten schon einige Leute im Praktikum, glaube ich, ein bisschen Spaß, wie man mit diesen Lifetimes umgeht. Aber das werden wir dann später noch ganz genau besprechen. Im Moment ignorieren wir erstmal Lifetimes und wir müssen nie selber nie die Lifetimes selber annotieren. Wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir besprechen müssen. Denn ihr habt euch vielleicht gewundert, warum habe ich jetzt einen komischen großgeschriebenen String genutzt für die ganzen Beispiele? Warum habe ich nicht irgendwie einen Integer benutzt? Und da reden wir mal über zwei wichtige Klassen von Typen in Rust. Das sind die Copy- und die Clone-Typen. Die Copy-Typen sind für die C++-Programmierer ungefähr vergleichbar mit den Plain Old Data Types in C++. Aber für die anderen ist das nicht wichtig. Und offiziell ist die Definition, das sind Types that can be copied by simply copying bits, zum Beispiel mit memcopy. Memcopy ist C und C++ Programmierern bekannt. Das ist eine Funktion, sehr, sehr einfach. Die kriegt einen Pointer und eine Länge und einen anderen Pointer und kopiert einfach nur Byte für Byte das an die andere Position. Also sehr einfach. Und diese Copy-Typen sind eben Typen, von denen man ein Duplikat erstellen kann, ein gültiges Duplikat, wo nichts schief geht, indem man einfach nur die Bits oder die Bytes kopiert. Okay, wann ist das möglich? Also vielleicht ist das noch nicht ganz klar. Habt ihr Beispiele, für welche Typen Copy-Types sein könnten? Ja? Integer? Genau, Integer. Und eigentlich alle, die wir bisher kennengelernt haben. Also alle primitiven Datentypen zumindest. Wenn wir diese 4 Bytes vom Integer, also zum Beispiel 4 Bytes, einfach kopieren woanders hin, haben wir da einen gültigen Integer, ganz klar. Das ist kein Problem. Und ein Gegenbeispiel? Ja. Typen, die Referenzen enthalten. Typen, die Referenzen enthalten, ja, genau, das ist jetzt schon verallgemeinert. Und was ich gerade gezeigt habe, erstmal ein String. Ne? Warum ein String jetzt? Warum kann man das nicht exakt kopieren? Gucken wir uns später noch genauer an, aber String ist ja, der kann ja unendlich lang werden. Also nicht unendlich unbedingt, aber ziemlich, ziemlich lang werden. Also eine variable Länge hat er. Und das ist so, dass eben der String eine Referenz auf einen String-Buffer enthält, der irgendwo anders lebt. Und was würde jetzt passieren, wenn wir den String, das ist nur dieses Teil, kopieren würden, Bit für Bit? Okay, wir hätten es ja zweimal. Also wir hätten zwei Namen, die einen String haben, aber diese zeigen beide auf denselben String-Buffer. Jetzt geht, ja? Wenn man einen von beiden verändert, dann verändert sich der andere auch wieder. Genau, also einmal hat man dieses Aliasing und Mutability total verletzt, dieses Prinzip. Aber ich wollte auf was anderes hinaus noch. Wenn jetzt einer dieser Namen out of scope geht,
Was passiert, wenn etwas out of scope geht? Ja? Dann wird es gelöscht und damit wird der andere auch mit gelöscht. Ganz genau, es wird gelöscht. Der erste wird gelöscht, der löscht dann auch seinen, der denkt ja, das wäre seiner, seinen String-Buffer. Und der andere zeigt jetzt auf einen String-Buffer, der weg ist. Das ist dann wieder ein Dangling Pointer oder Use After Free. Also String verwaltet zusätzlichen Speicher, das ist dann eben das Problem dabei. Okay, und das ist jetzt das Wichtige. Diese Typen haben keine Move-Semantics, was ich gerade erklärt habe, sondern Copy-Semantics. Das heißt, wenn wir das Beispiel von vorhin nehmen, aber ein I32 benutzen, I32 ist eben ein Copy-Type, dann können wir A nachher noch benutzen. Denn bei Copy-Typen gibt es diese Copy-Semantics, wo automatisch das kopiert wird. Nur bei Nicht-Copy-Typen gibt es diese Move-Semantics. Wobei die meisten Typen sind Nicht-Copy-Typen. Nur da wir bisher noch nur die primitiven Typen kennen, denken wir bisher noch, dass fast alle Typen Copy-Typen sind. Dann gibt es noch Clone-Typen. Das ist die Definition. Typen, die dupliziert oder geklont werden können. Wie stehen denn diese beiden Klassen von Typen zueinander, wenn man das mal so Venn-Diagramm-mäßig aufzeichnen würde? Ist eins ein Subset von anderen? Schneiden die sich oder sind die komplett unabhängig voneinander? Ja? Ganz genau. Copy-Typen können kopiert werden mit Memcopy und Clone-Typen können dupliziert werden mit Memcopy und Clone-Typen können dupliziert werden. Also richtig, die Copy-Typen sind ein Subset von Clone-Typen. In Rust muss man allerdings bei Clone-Typen, die keine Copy-Typen sind, immer explizit .clone aufrufen. Das heißt, nicht so wie in C++ werden hier implizite Deep Copies gemacht, die eventuell teuer sind, sondern solche teuren Operationen muss man immer mit .clone einleiten. Und da ist das Beispiel dafür, String, Integer, also alles, was wir bisher hatten. Also die allermeisten Typen sind eben Clone-Typen. Es gibt sehr wenige Typen, wo man überhaupt nicht eine andere gültige Instanz erzeugen kann. Oder wo das zumindest nicht sinnvoll ist. Und wenn wir dieses Beispiel von vorne wieder nehmen, aber hier nicht direkt zuweisen, sondern a.clone sagen, dann können wir a auch noch nachher benutzen. Denn wir haben eine Deep Copy erstellt. Wir haben jetzt zweimal eine Referenz. Wir haben allerdings auch zwei String-Buffer mit demselben Inhalt. Zusammenfassung zu diesem Thema. Erstmal hier noch das Venn-Diagramm. Move-Semantics haben alle Typen bis auf die Copy-Typen. Das ist hier so ein Mengen ohne. Und Copy-Semantics haben nur die Copy-Typen. Richtig. Und was wir gerade gelernt haben, alle Werte haben immer einen festen Besitzer. Und wir haben diese Einschränkung von Borrowing zur Mutability, die wir aus anderen Kontexten auch kennen. Das müssen wir uns so merken. Und vielleicht noch ein Hinweis, den man immer im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn wir einen Borrow sehen oder eine Referenz, heißt das, und das müssen wir uns immer noch klar machen, dass wir auf etwas zeigen, was irgendwo anders lebt. Irgendwo anders im Speicher und in einem anderen Scope. Und später müssen wir uns dann darüber Gedanken machen, wie lange dieses andere Ding überhaupt lebt. Aber bis jetzt sollen wir uns erstmal nur merken, es lebt woanders, das reicht für uns. Und das klingt jetzt alles ziemlich gut, aber man fragt sich vielleicht, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Kann der Rust-Compiler wirklich für alle Programme, die wir jeweils schreiben wollen, beweisen zur Kompilierzeit, dass keine Speicherunsicherheiten auftreten? Und hier kommt jetzt die kleine Enttäuschung am Anfang. Nein, es geht nicht. Ich denke, das ist ziemlich einfach, auf das Halteproblem zurückzuführen. Es ist wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich unentscheidbar. Wir können nicht für alle Programme das entscheiden. Und da gibt es eine Lösung, die heißt Unsafe Rust. Und ja, wenn man das lernt am Anfang und denkt, Rust wäre cool, und dann lernt man, okay, Unsafe Rust, was ist das? Da ist man ein bisschen enttäuscht. Unsafe Rust ist nämlich etwas, wo wir sowas schreiben, einfach ein Unsafe-Block, und da drin können wir jetzt Dinge machen, die sonst nicht erlaubt wären. Ja, also da können wir viel mehr machen. Aber das werden wir erstmal nicht benutzen. Und man fragt sich natürlich jetzt, okay, wenn es eh nicht klappt, warum haben wir dann überhaupt zwei Sprachen? Ja, also warum haben wir dieses Safe Rust und dann noch dieses Unsafe Rust? Machen wir doch einfach einen Unsafe Block um alles und sind glücklich. Warum denn überhaupt diese
komische Unterscheidung. Und dann wird auch noch Marketing darüber gemacht, dass alles so sicher ist und man braucht trotzdem unsafe. Da gibt es viele gute Gründe für. Und ich hoffe, danach seid ihr nicht mehr ganz enttäuscht. Punkt Nummer 1. Man braucht extrem wenig unsafe Code. Wenn ihr jetzt irgendwie auf eurem Mikrocontroller rumhackt, dann kann es schon sein, dass irgendwie ihr ein Drittel oder die Hälfte von eurem Code unsafe Code habt. Aber wie oft hackt man schon auf so einem Mikrocontroller rum? Ich denke, die meisten Programmierer machen das nicht die ganze Zeit. Und sobald man irgendwas Größeres schreibt, dann kann man auch wieder auf diesen unsafe Sachen aufbauen. Also, glaubt mir, man schreibt das extrem wenig. Ich hatte ein Projekt bisher, wo ich das benutzt habe, und da war von Anfang an klar, dass ich unsafe brauche, weil das einfach verrückt war, das Projekt. Aber sonst habe ich es nie gebraucht. Und man sollte es auch einfach nicht benutzen, wenn man denkt, mit C++ kann ich das, aber vertrau mir doch, Compiler, du bist doof oder so. Ich habe genug Fragen auf Stack Overflow gesehen, wo dann Leute das benutzt haben und gesagt haben, ach Quatsch, der Compiler meckert wieder, ich weiß doch, dass es richtig ist. Und dann wurde eben dann gesagt, nee, du hast Unrecht, tut mir leid, der Compiler hatte recht. Es war unsicher, es ist unsicher und es wird crashen. Also extrem wenig. Das heißt auch, dass wir extrem wenige Fehlerquellen haben. Wenn mal was schief geht, können wir diesen Unsafe-Code immer sehr schnell finden in unserem Projekt und müssen nur uns auf diesen Unsafe-Code beschränken und nur dadurch gucken. Unsafe heißt nämlich weniger Compiler gibt mir einfach mehr Freiheiten, sondern es heißt mehr Compiler, ich verspreche, dass ich selber prüfe, was da drin passiert. Sonst prüft das der Compiler, aber in diesen kleinen Code-Schnipseln möchten wir das selber prüfen, was wir daran machen. Oder müssen wir dann selber prüfen. Und zuletzt können wir natürlich all diesen Unsafe-Code abstrahieren. Wir müssen halt Unsafe-Code schreiben, um irgendwas zu machen, zum Beispiel um mit dem Betriebssystem zu kommunizieren, aber das ist halt dann einmal geschrieben und wegabstrahiert. Und dann haben wir eine sichere Oberfläche, ein sicheres Interface, mit dem wir kommunizieren können. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört. Es ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, dass man nur einen kleinen Teil seiner Programme unsafe schreiben muss. Also wichtig, unsafe quasi nie benutzen. Wenn ich euch das nicht offiziell, also nicht explizit sage, in Übungsaufgaben müsst ihr das auf gar keinen Fall benutzen. Sonst macht ihr wahrscheinlich irgendwas falsch. Insbesondere C++-Programmierer neigen oder C-Programmierer neigen oft dazu zu sagen, ich weiß besser, was gut für mich ist als der Compiler. Das ist fast nie der Fall. So, das war jetzt die Einführung in diese drei Konzepte. Gibt es dazu Fragen? Ja. Wenn wir jetzt beim Thema Sicherheit sind und ich davon ausgehe, dass ich ganz normal Rust sicher programmiere und jetzt so eine Referenz habe und jetzt aus der C-Welt denke, das ist ein Pointer. Und da jetzt einfach plus 1 drauf rechne, gehe ich dann einfach eine Speicherstelle weiter und kann da Quatsch machen? Die Frage war, ob man, was passiert, wenn man mit C spricht quasi, richtig? Ja, so. Genau, also da gibt es jetzt FFI heißt das, ich weiß nicht, wofür das ZF steht. Damit kann man mit C sprechen. Aber alles, was man mit C macht, ist unsafe by default. Das heißt, wenn man eine C-Funktion aufruft, ist das unsafe und man muss das direkt in so einem unsafe-Code aufrufen. Also da nimmt man dann selbst die Verantwortung dafür, um zu sagen, okay, Compiler, hey, ich weiß, diese C-Funktion, die macht eben nichts mit diesem Pointer. Also die verändert den nicht, die liest den nur und sowas. Das ist auch wieder so, vertrau mir. Beantwortet das schon die Frage? Okay, also mit C zu reden ist quasi immer unsicher. Und deswegen gibt es viele Libraries, die einfach nur so ein sicheres Interface über dieser C-Schnittstelle bauen. Sonst noch Fragen dazu? Wahrscheinlicherweise führt das eben auch dazu, dass wir keine Data Races haben oder sonst andere Code-Unsicherheiten. Jetzt habe ich das natürlich perfekt abgepasst, dass wir zu viel Zeit haben, um jetzt schon aufzuhören und zu wenig, um was Neues anzufangen. Ich glaube, könnt ihr noch denken? Oder eher nicht? Das nächste Thema da wird es um Strings gehen. Und die behandle ich danach, weil Strings eben sehr viel damit zu tun haben. Wollen wir schon anfangen oder nicht? Was sagt ihr? Wir können ja mal abstimmen. Für die Leute, die noch die Kraft haben, abzustimmen. Wer ist für Anfang? Wer ist für Schluss machen für heute? Sorry, Leute, ihr seid überstimmt. Dann machen wir eben das nächste schon. Mal schauen, wie weit wir da kommen.
Strings. Strings sind die einfach oder schwierig? Also so auf einer Skala, was würdet ihr sagen? Also wenn wir, weiß nicht, wenn wir einen eigenen Browser schreiben, ist das schwierig. Wenn wir Collats schreiben, ist das einfach. Also wo gehören da Strings hin in diesem, auf dieser Skala? Was meint ihr? Eher schwierig oder eher einfach? Ja? Wenn ich vom Character Array ausgehe, würde ich sagen eher einfach. Okay, ja, wenn man vom Character Array ausgeht, ja. Aber wenn wir zum Beispiel an das, das Java oder, also zum Beispiel an das Java Array denken, das wächst ja jetzt nicht von automatisch, ne? Also das ist schon ein sehr schlechter String, den du gerade designst, ja. Es kommt ein bisschen noch an, was du machen willst. Also, ja, genau. Also ich meine, wenn du noch gewisse, ich kann mit den Strings arbeiten, aber ich habe dann trotzdem noch die Garantie, dass ich nicht über das Ende hinauslese und so weiter, dass ich weiß, wie lange er ist, dass ich irgendwas einfügen kann, ohne dass das laufzeittechnisch eine Katastrophe ist, dann ist das ja eine schwierige Aufgabe. Wenn das einfach nur ein Array ist, ist es, das zu bauen, schwierig zu benutzen, schwer. Das zu bauen, leicht. Richtig, genau. Also wir können zwar einfache Lösungen finden, die wir irgendwie String nennen können, zum Beispiel ein Character Array, aber wir wollen meist mit einem String arbeiten, der ein bisschen mehr Funktionen uns bietet, zum Beispiel auch von alleine wächst. Also, das ist der Witz an der ganzen Sache. Strings sind extrem, extrem kompliziert, wenn wir irgendwie ein gutes Interface dafür bauen wollen. Und das unterschätzen ganz viele Leute. Warum sind Strings jetzt kompliziert? Nummer 1, Speicherverwaltung, wurde gerade schon angesprochen. Ja? Da gibt es viele, viele Themen, die damit irgendwie reinwirken. Zum Beispiel diese Grow-Strategy, dass wir irgendwie ein Array haben, aber das ja manchmal wachsen lassen müssen und hoffentlich nicht jedes Mal, wenn wir ein also wachsen, man kann ja Arrays nicht einfach wachsen lassen, man muss ein neues anlegen, was größer ist und alles rüber kopieren. Deswegen möchten wir nicht jedes Mal eins anlegen, was nur eins größer ist und dann noch eins größer, dann würden wir die ganze Zeit nur kopieren. Also da gibt es die Strategie, dass man das immer verdoppelt von der Größe zum Beispiel. Aber auch da gibt es noch andere Datenstrukturen, die viel besser sind für gewisse andere Zwecke, zum Beispiel Rope oder Gap Buffer. Die werden so für Texteditoren benutzt, wo man hin und her springen kann und irgendwo was einfügen kann. Und jetzt möchte man nicht immer O von N Aufwand haben, wenn wir den Rest ein weiter nach rechts kopieren, wenn wir was einfügen. Also da gibt es kompliziertere Sachen. Und auch muss man dazu den Stack und Heap noch verstehen. Es gibt zum Beispiel auch Small String Optimization, was sehr, sehr beliebt ist in der C++-Welt, was auch total verrückt ist. Und das geht alles um Speicherverwaltung und möglichst effizient den Speicher zu verwenden. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, den ihr jetzt noch nicht angesprochen habt, nämlich Unicode. Beziehungsweise Codierung von dem String. Wir können natürlich einfach sagen, okay, ich habe jetzt Bytes, Byte Array quasi, schreib da irgendwas rein, was du willst. Also wir sind quasi, uns interessiert nicht, was das für eine Codierung ist. Aber wenn ihr irgendwann schon mal diesen Unicode Replacement Character gesehen habt, diesen irgendwie so geht der, dann werdet ihr sehen, dass man irgendwie auf Codierung achten muss, denn sonst kommen die ganzen Ös, As und Ös, Äs und Üs nicht richtig an. Ja, genau, und bei Unicode fließt jetzt auch wieder ganz viel damit ein, also was für grundlegende Zeichensätze haben wir und was ist UTF-8 und sowas. Und dann kommen noch ganz viele Rust-Konzepte dazu. Es gibt zum Beispiel 500 unterschiedliche Varianten, wie man eine Art von String in eine andere Art von String konvertieren kann. Und das ist einfach nur, weil Strings ein so allgemeines Objekt sind, die so viele Konzepte beinhalten. Wie zum Beispiel Konvertierung und String Interpolation, was jetzt kein Rust-spezifisches Konzept ist, da kommen ganz viele Sachen rein. Und eben auch das, was wir gerade besprochen haben mit Ownership und Borrowing. Wir fangen mal mit Unicode und der Zeichenkodierung an. Denn auch wenn das nicht wirklich was mit Rust zu tun hat, hilft das bestimmt ein bisschen, diese Strings zu verstehen. Also eine stark vereinfachte Geschichte der Zeichenkodierung. Am Anfang war ASCII da. Und ASCII benutzt 7 Bits. Ihr habt bestimmt schon mal mit einer ASCII-Tabelle irgendwie in der Schule gearbeitet oder so. Also, wer hat mit einer ASCII-Tabelle gearbeitet schon mal? Ah, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Okay, aber ich habe das zumindest gemacht und normalerweise, also in manchen Schulen macht man das zumindest. Das ist einfach nur eine Tabelle, wo dann Zahlen auf Buchstaben gemappt sind. Und gut, hier sind irgendwie die englischen Buchstaben alle dabei, in Groß- und Kleinschreibweise. Und Zahlen sind dabei, ein paar andere Symbole. Und auch ein paar nicht druckbare Symbole, wie zum Beispiel Escape und Tab und sowas alles. Also solche Kontrollsequenzen in irgendeiner Art und Weise. So, damit können wir jetzt also Englisch schreiben. Also die Amerikaner sind glücklich und würden nichts weiter mehr machen. Aber es gibt ja jetzt diesen Byte und der sagt jetzt, ich hätte aber noch ein achtes Bit über.
und wir können noch gar nicht das Ä darstellen in ASCII. Was machen wir denn jetzt? Und was dann passiert ist, alle sind gekommen und wollten unbedingt sagen, hey, ich will jetzt das letzte Bit haben. Und es gab 500 unterschiedliche Codierungen, quasi für jede Kultur einmal eine. Wir Deutschen wollen unsere Äs und Üs haben. Und dann gibt es noch Franzosen, die irgendwie so komische, ich habe noch nie Französisch gehabt, aber die haben so komische Zeichen über manchen ihren Vokalen. Und jede Sprache hat so ein paar einzelne Zeichen, die sie haben wollen. Natürlich gibt es dann auch die asiatischen oder hebräischen Schriftarten. Es gibt nicht nur die asiatischen, keine Sorge, aber es gibt unterschiedliche asiatische Schriftarten oder andere Schriftarten, die irgendwie gar nichts mit der englischen Schriftart zu tun haben, also mit der lateinischen Schriftart. Und die wollen irgendwie alle ihre eigene Sache haben. Die meisten asiatischen Schriftarten haben immer so ein 2-Byte-System benutzt, weil die einfach viel mehr Zeichen haben. Die konnten nicht mit einem Byte auskommen. Ja, und das war schrecklich oder ist immer noch teilweise schrecklich, weil viele noch immer diese komischen Formate benutzen, die diesen letzten Bit für ein spezielles Subset von Zeichen benutzen. Also wenn ihr irgendwas schreibt und das einem Kollegen an der anderen Seite der Welt schickt, dann hat der Probleme damit. Außer ihr nutzt Unicode. Unicode ist nämlich so ein tolles Teil, was auch schon ein bisschen älter ist, aber noch nicht überall angewendet wird. So, und Unicode geht dann ein bisschen anders ran und richtig strukturiert und gut. In Unicode gibt es erstmal 32-Bit Code Points. Das können wir erstmal als atomar ansehen, wenn wir so wollen. Das heißt, wir haben 32-Bit-Teile. Aber wenn wir jetzt ein Array von 32-Bit Code Points haben, dann würden wir ziemlich viel Speicher verschwenden. Insbesondere, weil die meisten Zeichen, zumindest auch im Deutschen, ASCII sind. Das heißt, dafür bräuchten wir nur ein Byte. Kommen wir später zu. In diesen Codepoints sind quasi alle Zeichen drin, die man sich vorstellen kann. Das sind, für jede Kultur ist da irgendwie der ganze Zeichensatz drin. 32-Bit ermöglicht viele Zeichen. Aber auch andere Zeichen, die ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt, irgendwie solche Quatschzeichen, irgendwelche Bilder oder sonst was, sind auch alle da drin. Und eben noch ganz, ganz viel mehr. Da gibt es richtige Kategorien von Zeichen und da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ja, und Unicode sagt nicht nur was über die Zeichen, sondern auch eben, wie diese Zeichen kombiniert werden sollen. Und Unicode sagt auch etwas über die Schreibrichtung. Zum Beispiel gibt es einen Unicode Code Point, der die Schreibrichtung umdreht. Das heißt, ihr könnt diesen Code Point kopieren und dann sollte jeder gute Texteditor die Schreibrichtung umdrehen. Könnt ihr ja mal bei Facebook ausprobieren. Sollte wahrscheinlich gehen, dass ihr da einfach andersrum schreibt oder von oben nach unten. Gibt es alles. Es soll ja für alle Kulturen funktionieren in irgendeiner Art und Weise. Ja, und soweit so gut, aber diese 32-Bit-Werte, die stören uns ein bisschen, weil das so viel Platz einnimmt. Und dafür gibt es jetzt UTF-8. UTF-8 ist eine Codierung, also da muss man ein bisschen auseinanderhalten. UTF-8 und Unicode ist nicht dasselbe. Unicode gibt erstmal nur vor diese Code-Points und wie sie aussehen und so weiter. UTF-8 ist jetzt eine Codierung von Unicode. Ein Array von 32-Bit-Code-Points wäre auch eine Codierung von Unicode. Das heißt im Übrigen UTF-32. Mehr oder weniger. Okay, UTF-8 ist eine mit einer variablen Bytezahl. Das heißt, wir speichern uns nicht immer 4 Bytes, also 32-Bit für jedes Zeichen, sondern manchmal nur 1, manchmal 2, manchmal 3 und dann manchmal 4. Das wird grob gesagt so gemacht, dass das erste Bit in jedem Byte dafür steht, ob es noch weitergeht. Also wenn das erste Bit gesetzt ist, heißt das, dieser Codepoint, der hier startet, besteht nicht nur aus diesen Bytes, sondern guckt ihr auch das nächste an. Und dann steht vielleicht da auch nochmal ein Bit an erster Stelle und sagt, hey, dieser Codepoint besteht nicht nur aus 2, sondern sogar aus 3 Bytes. Und so kann man sich dann irgendwie so einen variablen Zeichensatz, also mit einer variablen Länge von 1, 2, 3 bis 4 Bytes zusammenbauen. Toll ist übrigens auch, dass es kompatibel mit ASCII ist. Denn ASCII benutzt ja nur die Zeichen von 0 bis 127. Das heißt, bei ASCII ist das erste Bit immer 0. Das heißt, wenn wir UTF-8 haben und nur ASCII-Zeichen benutzen, ist das genauso, als wenn wir das in ASCII kodiert hätten. Okay, aber es gibt ein Problem, was fällt euch vielleicht auf, was man jetzt in diesem UTF-8 nicht so einfach machen kann. Ja? Die Länge eines Textes bestimmen. Die Länge eines Textes bestimmen, richtig. Oder zum Beispiel den dritten Buchstaben rausfinden. Ja, also Indizierung ist zum Beispiel schwierig. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, wie das genau aussieht mit diesem Problem von Unicode und generell diesen ganzen komischen Zeichensätzen.
Aber dann machen wir hier Schluss jetzt. In der nächsten Vorlesung kümmern wir uns dann darum, wie es in Rust aussieht. Aber ich glaube, hier können wir dann gut Schluss machen. Gibt es noch Fragen? Gut, dann sehen wir uns am Mittwoch.